Schönen guten Abend, meine Abonnenten. Ja, ich wollte ein bisschen was ändern an meine YouTube und ich würde gerne ein bisschen kochen oder backen oder Würstchen herstellen oder was anderes, so wie Räuchern und so oder wie Käse. Wenn ihr Interesse habt, würde ich das gerne auch machen. Es gibt solche Sender schon in YouTube, aber jeder ist ja ein bisschen anders und so. Und wenn ich jetzt nächstes Mal meinen Carport mache, da will ich auch einen Bericht darüber bringen, wie man das alles macht, was man da macht, was man kaufen muss. Dann will ich das mal korrekt das aufführen und so. Aber da muss ich warten, weil ich ja meine Wand fertig machen muss und so. Das dauert noch mindestens einen Monat. Und da stehe ich ja auch alleine und so. Helfer kriegt man ja so schlecht, weil jetzt ja die Erntezeit ist. Aber ihr könnt mal gerne einen Kommentar reingeben, was ich bringen soll. Ja. Andere sagen rumreisen, ja, wenn man das Zeit dafür hat. Aber ich bin noch im Bauen und so, ich muss meinen Garten gestalten und stehe alleine, Helfer bekommt man nicht. Meine Frau ist nur mehr ein Wochenende hier, bis sie die Schule wechselt. Ich hoffe, dass das in 3 Monaten hinter sich ist und so, dass ich so im Juni in Regenzeit, dass ich den größten Teil fertig habe. Ich mache auch meine Auffahrt selbst, da kann ich auch ein Video darüber bringen, wie ich das in Platten gieße. Und man kann erzählen vieles wie hier so, ja, ich mache teilweise keine Eisen rein, weil es hat ja viele Gründe hier und viele verstehen nicht und so. Und wenn ich das mache, da tun ja schon viele hier reden, Eisen rein und so, ja, dann frage ich mal, wozu sind die Eisen denn da? Mal so sagen, ja. Aber wenn ich jetzt so eine kleine Wand mache, so wie das ich bei einem Tempel sehe, einen Ort weiter von mir, ja, dann machen sie da so ein kleines Eisenkörbchen rein, so kein richtiger Fundament, das ist ungefähr 15 mal 15 oder 20, da kann die Wand nur wegbrechen auf einen Stein, die bleibt nicht lange stehen, da kann man sagen, bei großen Regen, wenn die Erde weich ist, bricht die. Ja, und genauso mit einem Bauunternehmer, der will dann eine Eisen machen in der Fehle. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir mal einen Unterschied erzählen von Haus und so. Ja, und dann ein bisschen kapiert und so. Genauso meine Frau. Und dann habe ich aber gesagt, weißt du was, ich suche das raus und übersetze das in ein Übersetzungsprogramm, damit sie jetzt endlich meine Frau merkt, wofür Eisen da sind. Erstmal, was nützt mir ein Eisen, wenn da keiner richtig verdichtet? Gar nichts. Da kommt dann Wasser rein, dann geht das auch kaputt. Nach 10, 15 Jahren rostet der Eisen durch und so. Eisen ist ja nur, wenn du ein Haus baust, dann würde ich das empfehlen, weil das ja mehrere Lasten sind. Aber es ist auch eine Wandlasten, keine. Dann geht man mit dem Fundament so tief, dass man festen Boden hat. Ja, und das habe ich ja auch gemacht und so. Dann habe ich da auch ein bisschen gerade gemacht, habe ich ein bisschen Schotter immer Stück für Stück reingemacht, dass das wie eine Drainage ist und bei den anderen, da werde ich dann Rohre reinsetzen, weil die Erde ja höher ist als wie die Mauer, mindestens 1,30, da muss ich ja Rohre nehmen, damit das Wasser auch ablaufen kann. Und da praktisch oberhalb von dem Fundament mache ich das. Da kann man immer noch eine Fuge ein bisschen größer machen, da kann die Rohre durch, denn. Und dann wird das ja in Beton gefüllt. Und da braucht man keine Pfeiler auf die Länge machen, weil da schon 24 cm breit ist und so. Und wenn man den Putz rechnet, sind das 24, 25, 28 knapp, kann man sagen. Und das langt dann auch schon. Das ist schon eine gute Wandstärke. Ja, und unten werde ich deshalb das Doppelte machen, bis zu erdreich oberhalb und dann auch wieder so auf 28. Ja, und da wird nichts passieren. Da habe ich meine Frau gesagt, da kannst du mit dem Auto gegenfahren, da ist der Bahn mehr kaputt als wie die Wand, habe ich gesagt und so. Und dann mache ich nur so einen billigen Eisen rein, so die Matten. Und dann, das langt schon beim Beton, das ist nur der Halt auf eine Länge. Es gibt auch, die haben auch in 30er Jahren oder in 26er Jahren Beton gemacht und so. Und dann, da sind auch keine Eisen drin, da haben sie praktisch nur... Ich habe mal solche Häuser renoviert, die sind alle so ein Denkmalschutz gewesen. Da habe ich auch blöd geguckt, wie das hält. Das sind solche T-Träger, die sind alle auf 75, da ist ein Schlaggebeton gegossen worden.
Nur die Eisenträger müssen wir dann freilegen und dann reinigen, weil sie Rost haben. Ja, kann man ja auch sagen, so ungefähr wie alt sind die Häuser. Die wurden, das Haus wurde 1925 gebaut und da gab es auch noch nicht so viel Beton und so, mit solcher hohen Qualität und so. Da war es gerade ein Komm und so. Ja, und genauso wie die alten Häuser, praktisch, oder die alten History-Denkmäler, was in Thailand ist, gab da schon Zement? Nein. Gab das Eisen? Nein. Gab das Beton? Nein. Und stehen sie auch. Guck doch mal die alten Bauernhäuser, die in Friesenstil sind. Geh mal runter an das Fundament, das sind alles Feldsteine. Die wurden breit gemacht und oben schlank gemacht. Und teilweise stehen auch die Häuser so. Die wurden alle mit Lehm gemauert. Oder mit Lehmputz. Und das wird wieder kommen. Das ist wieder ein Naturmaterial. Ich habe da auch mal sowas gemerkt. Vor 30 Jahren habe ich mal ein Bauernhaus restauriert von einem Kollegen. Der hat auch alles Naturmaterial genommen. Da ist kein Zement drin und so. Aber war eine schwere Arbeit, erstmal das zu besorgen und so. Das ist nicht leicht gewesen. Heute kriegst du die auch alles und so. Und das ist ein gesundes Haus. Das ist kaum Zement drin und so. Und das hält auch. Ja, darüber kann man viel sagen. Das ist auch alles mit Statik zu tun, mit Berechnung und allem und dran. Und ich mache ja auch Betonplatten ohne Eisen rein und so. Aber die Betonplatten sind 2 Meter mal 3 Meter und so. Zum Beispiel die Gehwegplatten, was auf den Straßen sind, die Innenstadt-Gehwegplatten, die sind 18 Meter dick. Da kann auch ein LKW drauffahren, passiert nicht. Ja, und das muss man erklären, die Leute und so. Da hat man ein bisschen Probleme damit und so hier in Thailand, weil sie das nicht kennen. Die habe ich ja auch einen gefragt, der ist ein Bauunternehmer. Hast du Schule besucht? Nee, das hat er so gelernt. Ja, möchte jetzt alles zeigen, wie ich das mache, so lernst du es auch, ja. Du musst auch lernen und so. Das ist auch alles mit Physik zusammen und Chemie und so, habe ich gesagt. Da kannst du nicht nur einfach so von anderen lernen und so. Du lernst immer was zu und so. Habe ich gesagt. Und man muss auch Material wissen. Das ist auch viel mit Chemie. Genauso mit dem Zement. Das gibt ja verschiedene Zementsorten. Das muss man auch alles wissen, habe ich gesagt. Das ist nicht mehr so einfach und so. Genauso mit Poxy. Wenn man mal mit Poxy arbeitet, das ist auch interessant und so. Da kannst du auch nicht nur einen nehmen und so. Das ist auch mehrere Sachen, was man machen kann und so. Ja. Und dann hast du ein bisschen verstanden, wie ich das erzählt habe, auch mit der Bodenplatte und so. Wo kann man Eisen reinmachen und wo nicht? Tja, dann hat er ein bisschen verstanden und so. Und wie man das Eisen legt und so. Ich habe auch die Küche ist auf dem Winkelbau mit einem Gästehaus. Wie in L. Da habe ich gesagt, das Eisen wird dann umgedreht. Weil dann da sind die Punkte auf der Ecke, wo das meiste brecht. Und dann muss das geteilt werden, davon praktisch der Boden. Aber er hat das nicht verstanden, aber nachher habe ich das erklärt, warum und so. Da muss man alles bezeichnen und rechnen und so. Dann hat er das kapiert und so. Aber ich mache das lieber selbst. Die kapieren das ja nicht und setzen das nicht um teilweise, weil sie das nicht können und so. Ja, wenn man schon lange auf dem Bau gearbeitet hat, der lernt dann viel. Und wenn man einen Onkel hat, der auch Ingenieur ist, und so, und man hat einen Maurermeistertitel und so, dann hält man viel zu und so. Ich habe auch viel gelernt durch Ingenieure und so. Ich habe auch welche gehabt, die sind so dumm gewesen, oder Architekten, da habe ich die nur ausgezählt und so. Auch in Amerika. Da haben wir mal, wenn ich das erste Bau mehr, ja, das zweite Bau war das. Das war direkt ein Fluss, da war das Fundament eine Ecke, ist also ein Fluss gewesen, aber ich gesagt, der Fundament ist zu schmal und nicht zu tief. Der fängt an zu brechen. Und war fast alles fertig, da wollten sie zuschütten, da haben sie gesehen, ein Fundament riss. Da mussten wir praktisch 1 Meter mehr anbringen, ein Fundament. Da habe ich gesagt, hier hätte ich das gleich gehabt, da hätten wir die Probleme nicht gehabt. Ja. Und für die Firma praktisch, die Generalfirma arbeiten wir öfter, aber wenn was ist, kann ich mit dir reden. Einmal haben sie es gemerkt, dass ich nicht dumm bin und so. Da haben sie gesagt, ja, der kann was und so. Ja, leider war ich ja nicht so intelligent, weil Ingenieurwesen ist sehr hart.
Ich habe eine Schwägerin, die ist Ingenieurin, Bauingenieurin. Da habe ich gesehen, was die lernen muss und so. Das ist nicht einfach. Ja, und soweit hat meine Schulbildung nicht gereicht, leider. Aber für Meister hat es gelangt. Mehr brauche ich auch gar nicht. Ingenieure haben ja eine sehr große Verantwortung, weil sie ja bürgen müssen für die Statik. Und wenn was passiert, dann bist du immer der Dumme. Das ist das Problem. Ja, genauso wie ich habe mein Fundament selbst gemerkt, nur ich musste ein bisschen was wegstemmen, weil es ein bisschen Überstand war. Ja, Kollege sagt immer, die sind immer so hart, nicht so hart hier, sie sind weich. Da habe ich gesagt, dann muss man meinen Beton mal stemmen. Da kannst du was anderes sagen. Der ist 5 Tage alt. Ich muss hier schon mit einem Stemmeisen beigehen, nicht mit einem Hammer. Der wollte gar nicht weggehen. Sonst kriege ich meinen Stein nicht darüber, habe ich gesagt. Dann muss ich da ein bisschen abklopfen, weil das der Ansatz ist. Ja, sonst komme ich auch wieder zu hoch und so. Und das wollte ich nicht. Ja, da habe ich auch gesagt, dann nimmst du nur 2 Sand, eine Schaufel Kies und eine Schaufel Zement. Und hier in Thailand ist das Zement nicht gut. Es gibt auch welche Zement. Man muss immer gucken, wo, was man kauft. Extra für Beton. Und der ist zwar ein bisschen teurer, aber der ist gut. Ich kann nicht klagen und so. Ich habe zuerst auch nicht verstanden, wie die verschiedenen Zementsorten. In Deutschland gibt das, aber in Deutschland heißt es immer, man nimmt die eine Sorte und für Beton, was besser ist und so. Oder der Blaubeton, dann nimmt man andere Sorten. Wir haben ja auch mehrere. Aber Standard ist der rote Portland-Beton und hier Zement und so. Und für Festigkeit gibt es auch verschiedene Beton, hier Zementsorten und so. Und am meisten wird das dann mit der rote, einfache Zement gebaut und so. Hier ist das ein bisschen anders. Tja. Ja, dann, wie das aussieht, kriegt man jetzt so schlechte Helfer. Und so habe ich meine Frau gesagt, mache ich alleine. Die Pfähle werden reingezogen und dann wird das ein bisschen tiefer gemacht. Anheben kann man die immer noch ein bisschen und so. Und was unterfüttern und dann kommt da Beton rein und so. Und dann stehen sie auch. Und nur hinten, da muss ich dann Helfer haben, weil ich das nicht hintragen kann. Die 10, 15 Meter kann ich schieben und in ein Loch reinfallen lassen. Nur ganz nach hinten schieben, das ist ein bisschen schwer. Das sind ungefähr noch gut 20 Meter, 25 Meter. Das mache ich nicht. Das ist mir, die Pfähle sind zu schwer. Das sind ja 10er, 10 mal 10 und 4 Meter lang. Ja, das wird noch Probleme geben. Da stehe ich auch alleine. Aber ich werde ein Video darüber bringen und dann könnt ihr das sehen. Genauso das Dach mache ich selbst. Schweißen habe ich ein bisschen geübt. So. Ja, mein Vater ist ja nicht da, der lebt ja nicht mehr. Der ist gelernter Schweißer. Der konnte das immer so gut. Der kann fast alles schweißen. Der hat auch immer früher mit seinem Auto geschweißt. Oder wenn bei mir was kaputt war, da was geschweißt und so. Ja, da habe ich auch kein Interesse gehabt. Das habe ich jetzt gelernt in Thailand, das Schweißen. Da habe ich erst mal geübt. Da habe ich das eine Tür zusammengeschweißt und so. Zuerst war es immer so mit ein paar Löchern drin, wenn man zu lange hinhält. Aber wie sagt man immer, noch nie ist ein Meister vom Himmel gefallen. Ja, das machst du ein paar Mal, dann funktioniert das auch. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe viele kleine Dinger zusammengeschweißt, wie in der Schule. Der Tafel war durchgerostet. Da war ich auch ein bisschen schlauer und so. Da habe ich gesagt, Metall rein und dann schweißen, das hält dann auch. Ja, und hat auch gehalten. Und hält noch heute. Das ist jetzt 2 Jahre alt bald. Wie gesagt, da passiert nichts. Und so. Ja, und dann habe ich noch ein paar Gestelle zusammengeschweißt und so. Hat alles gut funktioniert. Das Blech ist hier sehr dünn. Und jetzt versuche ich das mit dem Dach zu machen. Das ist eine größere Arbeit und das werde ich auch mal schaffen. Ohne Probleme. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal. Ciao.